Wunderschönen guten Morgen zusammen, liebe Zuschauer. Wieder zurück auf das Lernblender 2.80, vielmehr 8.1. Wie ihr seht, habe ich hier schon ein paar Sachen gemacht. Ich frage mich, was ist dieses hier? Dieses werden Laternen 1, 2, 3 hier und dann hier nochmal 3. Das reicht in der Beleuchtung. Hier, liebe Zuschauer, habe ich schon mal Deckenlampen gebaut. Jeder, der natürlich, oder manche Profis, wenn jetzt hingehen und oder die mehr Erfahrung haben, wenn die jetzt hingehen, sagen, boah, das ist ja einfach. Ja, ist korrekt, aber liebe Zuschauer, auch ich bin komplett noch keine Erfahrung, also auch nicht viel Programm hier nicht. Deswegen habe ich so gemacht. Jetzt will ich euch gerne zeigen, wie, also ich habe im Prinzip hier ein Eckenvierk gemacht. Erstmal so mit dem Würfel und dann mit dem Würfel habe ich dann die Rohre verlegt. So, und irgendwie möchte das jetzt nicht machen, so wie ich es euch gerne zeigen möchte. Warum macht er das denn jetzt nicht? Na, können wir es hier? Hier kann ich es auch noch zeigen. Also, wir haben hier gemerkt, wie gesagt, erstmal hier fertig, dann an der Seite ausgemalt. Gehen wir einfach mal kurz zu den Lampen. Lampen, da haben wir die, gehen eben hier auf Edit Modus. So, wie gesagt, einfach hier fertig. Diese Rohre, die ihr dort hier seht, das sind dann die Glühbirnen. Dieses habe ich hier überall schon gemacht. Was ich jetzt auch schon dabei bin, ist, auch da will manche Zuschauer vielleicht sagen, oh, ist das viel zu bunt, mag alles sein. Wenn alles nur einfarbig ist, ist es auch blöd. Wir haben hier die Wände schon mal mit einer Farbe reingemacht. Außenfarbe machen wir jetzt gleich. Regale, ja, ich wollte eigentlich braun haben. Braun kriege ich nicht hin, bin ich zu blöd für. Auch da gebe ich zu. Deswegen haben wir einfach mal so eine Farbe genommen. Warum auch nicht? Hier sind noch nicht alle Regale fertig. Auch dieses werde ich euch dann gleich zeigen. Als erstes werden wir jetzt hier machen. Gehen wir jetzt mal hier Garage, PKW, gehen mal so und machen dann eben so und werden jetzt im Prinzip dieses Gebäude hier außen alle in dieser Farbe machen. Ist ganz einfach, im Prinzip geht man hin, so wie ich es hier gemacht habe, man drückt zum Beispiel Plus, dann hat man so eine Kugel, geht dann auf Neu und hier kann man dann diese Farbe auswählen. Aber dieses wird alles auch gezeigt. Auch diese Videoverlinkung von dem YouTuber, der dieses gezeigt hat, habe ich in meinen Kanal verlinkt. Werde ich auch bei diesem Video wieder verlinken. Ich klicke jetzt hier einfach erstmal diese Flächen an, aber auch nur die Flächen, die wir jetzt in der Farbe haben wollen, weil wir wollen ja nicht alles und in drin ja auch nicht die Farbe haben. Deswegen klicken wir dieses hier an. Geht eigentlich recht schnell, wenn man es einmal drauf hat, aber man sollte trotzdem hier ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles nimmt. Dann gehe ich auf diese Farbe, tue zuweisen, zack, und dann haben wir diese Farbe, weil ich habe dir jetzt zugewiesen. Und dieses machen wir jetzt mit diesem kompletten Gebäude.
Lass mal jetzt gucken. Hier gehe ich wieder hin. Markieren das alles hier. Wollen wir nicht das Fenster. Na. Na. Gut, dann müssen wir, muss ich dann noch mal gucken, warum weshalb er das jetzt dort nicht macht. Hätte ich irgendwo, denke ich dann, auch weil ich zu schnell war, irgendwo einen Fehler gemacht haben. Das haben wir, so, dieses muss noch, na, dieses muss auch noch, das muss noch und hier unten muss noch. Dann machen wir innen drin, müssen wir natürlich auch noch machen. Ihr seht, auch ich mache zwischendurch zu schnell, dass ich immer wieder auch Sachen anklicke, die wir nicht wollen. So, geh wieder hin, mach wieder Zuweisung und dann haben wir das. Gucken wir uns mal an. Soweit haben wir das. Dieses sind hier die Lampen, deswegen werden wir die nicht machen. Gehen jetzt nochmal hin, machen dann jetzt auf jeden Fall diese hier, gehen wieder auf Zuweisen und dann haben wir auch die Farbe. So, machen wir eben hier die Rückseite, gleiche Spielchen. Auch hier, liebe Zuschauer, dieses ist nicht innerhalb von einem Tag gemacht. Da sitze ich jetzt bestimmt seit ungefähr anderthalb Tagen dabei, allein auch schon nur an das Grundgerüst zu bauen. Jetzt haben wir dieses, haben wir. Das haben wir, das haben wir. Wieso mache ich mal hier? Achso, deswegen. Weil dieses Gebäude gehört gar nicht dazu. Das ist wieder nämlich ein anderes Gebäude. Deswegen können wir das nicht. So. Ihr fragt euch jetzt, warum ich dieses hier jetzt freigelassen habe oder nicht gelb gemacht habe. Ganz einfach. Dieses wird hier später das Fenster. Hier werde ich mal eben kurz was gucken müssen. Hier haben wir natürlich das Problem. Wieso machte das? Ich will aber nur dieses. Nur dieses. Und F. Nein. Gut, das ist auch so nicht, wie, das, wie ich das haben wollte. Aber auch dieses ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Da müssen wir auch nochmal einen Fehler raussuchen. Und hätten dieses jetzt fast fertig. Dann machen wir jetzt hier den Außenbereich. Gehen hier auch wieder hin. Müssen uns das natürlich alles hier markieren. Das hatten wir schon, das wollen wir, das wollen wir. Oh, das ist hier, wenn man zu schnell ist, dann passiert sowas. Dann zuweisen. So. Und weisen dieses wieder zu. Und dann hätten wir eigentlich das, wie es sein muss. Zack, so genau. Gehen wieder auf Zuweisen. Und dann hätten wir das auch, besser hier oben muss auch noch eben. Immer das Gebäude. Ich glaube, dieses genau gehört auch noch dazu. Und diese. Ja, liebe Zuschauer, sieht, ich mache immer wieder auch teilweise den gleichen Fehler.
Wir markieren uns das alles jetzt hier und werden das auch gelb machen. So, das haben wir. Das muss noch alles hier, weil es gehört ja alles wieder zu. Müssen wir hier mal mit einer Seite noch, dann gehen wir gleich nochmal eben rein. Gut, liebe Zuschauer, dann machen wir einfach zu. Und dann hätten wir das auch. Ich will auch zuweisen. Und ja, dann haben wir wieder das, wie wir es haben wollen. So, wir haben jetzt das, wir haben das und hier hinten müssen wir noch. Da zeigte mir das jetzt so an. Ach so, weil ich hatte das genau. Und klicken wir das auch noch an. Ich will auf zuweisen und dann müsste auch alles sein. So, wollen wir jetzt hier nochmal kontrollieren. Dieses ist wieder ein neues Gebäude, deswegen sind wir da noch nicht. Sind da jetzt. Achso, das sieht wegen dem Licht so komisch aus, alles klar. So, dieses hier, liebe Zuschauer, natürlich jetzt auch. Das wird auch nicht gelb gemacht. Das ist unser Werbeschild. Dieses Werbeschild. Geht nicht weg, weil hier wird dient tief. Wenn ich es herausgefunden habe, liebe Zuschauer, wie ich das hinbekomme, wird hier auch noch was entstehen. So, dann werden wir mal hier diesen Modus einsetzen und dann sehen wir wieder, wie es aussieht. Sieht meiner Meinung nach oder mir gefällt es. Ich finde, das sieht gut aus. Dann können wir jetzt in den Bereich LKW gehen und machen dieses jetzt hier auch. Es ist, geht recht schnell. Wie gesagt, aber ich sitze hier auch schon seit Samstag ungefähr hier dran, so liebe Zuschauer. Und jetzt haben wir nämlich nicht aufgepasst. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier drauf drücken. Wir müssen erstmal dieses machen. Und jetzt können wir hier hingehen. Und werden jetzt unsere Zahl eingeben, dass wir wieder genau die passende Farbe kriegen. Ich will hin, und dann haben wir 106. Genau. Dann haben wir 0.798. Dann haben wir 0.906. Und jetzt müssten wir rein theoretisch zuweisen. Und jawohl, wir haben die gleiche identische Farbe, so wie es sein soll. Zack, zack, zack. Ihn wieder auf zuweisen. Und dann hätten wir das bewiesen. So, machen wir so. Jetzt können wir nämlich auch gehen. Und das eine Gebäude. Da haben wir das noch. Dieses dann dazu.
zuweisen, wir müssen das zuweisen. Achso, auch da habe ich jetzt nicht aufgepasst, liebe Zuschauer. Auch dieses müssen wir nachher eben kurz korrigieren. Das muss ja auch noch gemacht werden. Dann haben wir hier wieder. Hier. Genau, es gehört auch noch dazu. So, und gehen wir jetzt hier drin. Das ist die Scheibe, die darf natürlich nicht. Wollen wir nicht. Das wollen wir. Hier wollen wir. Hier wollen wir. Wollen wir. Und hier wollen wir. Zuweisen. Das haben wir noch vergessen. Auch noch mal im Zuweisen. Da haben wir auch noch eins vergessen. Zuweisen. Und dann listen wir. Hier wird alles haben. Mal nochmal gucken. So, das ist auch wieder korrekt. Das ist auch wieder korrekt. Dann hätten wir das, das. Wir kontrollieren aber trotzdem vorsichtshalber, ob wir auch wirklich alles haben. Also ich sehe jetzt hier nicht irgendwas, wir was vergessen haben. Das gehört wieder zum anderen Gebäude, das hatten wir ja vorhin vergessen. Jetzt können wir hier eben noch schnell diesen Außenbereich machen. Und dann hätten wir das auch schon mal fertig. Und haben wir, machen hier, um zu kontrollieren, machen wir so. Und wir sehen, liebe Zuschauer, wir haben dieses jetzt hier soweit abgeschlossen. Nein, noch nicht ganz, weil wir hatten ja gesagt, wir müssten nochmal in PKW-Garage gehen, hier nochmal eben drauf für Lithotus, müssen dieses eben noch anklicken und dann müssen wir eben nochmal diese zuweisen und jetzt hätten wir das. Dann gehen wir so. Ja, Hammer. Gut. Das wäre dann dieser Bereich. Vorteil ist jetzt auch, das was wir jetzt hier haben, sehen wir natürlich dann auch, jetzt Gott sei Dank, was die Fenster werden. Was sehr praktisch ist. Von daher, wenn wir was machen, bis auf hier die Tür, die lassen wir auf. Das könnten wir eigentlich, gehen wir eben wieder in den Büro und könnten dieses eigentlich auch eben in der Farbe schon mal machen. Da ist überlegen, dort eine Tür hinzusetzen. Aber ich habe beschlossen, wir machen sie wahrscheinlich ohne Tür. Aber eigentlich müssten die Rahmen ja auch eigentlich alle in der Farbe gemacht werden. Eigentlich schon. Machen wir jetzt in der Farbe, machen wir nicht in der Farbe, machen wir jetzt in der Farbe. Ich kann mich auch nicht ganz entscheiden. Können wir erstmal ja weglassen. Und dann machen wir jetzt erstmal Objektmodus. Wenn wir hier nochmal gucken. Dieses geht hier nicht. Dann hätten wir hier dieses alles fertig. Liebe Zuschauer, im Fußboden weiß ich noch nicht, aber ich sehe gerade, das müssen wir eigentlich auch in der Farbe haben. Dann machen wir hier die Zwischenwände auch, weil sonst sieht es nicht aus. Und da hatten wir dieses Material genommen. Ich mache wieder zuweisen. Und dann müsste das Material sein. Ach, müsste, ne? Müsste. Zuweisen. So. Wollen wir nochmal hier in der Tiermodus? Jawohl, passt. Ist. Dann werden wir nochmal in Tier gucken müssen. Das müsste rein theoretisch genau Garage sein. Na, macht das. Diese Gebäude, wir wollen. Na.
Nicht? Okay, da haben wir nur das. Ach so, das gehört wahrscheinlich dann wieder. Zum Büro. Werden wir uns da mal angucken. Wartet mal, liebe Zuschauer. Wieso haben wir das denn jetzt in Farbe? Also in der Farbe. Achso, das könnte sein. Dann werden wir die Farbe lassen. Wir werden jetzt hier hingehen, machen neu und dann suchen wir uns wieder eine Farbe raus. Warum nicht? Die Farbe ist auch gar nicht so verkehrt. Weil wir sind ja unterbunt. Ich meine, kurz so. Weil kunterbunt macht Spaß. Und werden hier hingehen. Nimmt man dieses alles hier. Dann werden wir uns aber gleich noch eben die Dings aufschreiben, welche Farbe hier wir verwendet haben, um das da andere Raum, die andere Wand dann die gleiche Farbe kriegt. Dann gehen wir wieder hier hin, gehen wieder auf Zuweisen und dann müssten wir eigentlich die Farbe haben. Genau, somit hätten wir jetzt diese Farbe hier. Jetzt werden wir eben hier nochmal hingehen. Das ist nicht Büro. Nicht die Garage. Das ist denn jetzt? Achso, deswegen, liebe Zuschauer. Ich könnte sagen, das kann ja mal nicht sein. Da haben wir das denn. Was ist das denn da? Auch wieder doppelt und dreifach. Es geht nicht. Aber ist nicht schlimm. Die Farbe lassen wir. So. Wie machen wir dieses Büro? Diesen Raum werden wir. Nehmen wir einfach mal die Farbe wieder hier hinzufügen. Neue Farbe werden hier wieder. Das müssen wir uns aber jetzt gleich auf jeden Fall aufschreiben. Wir haben einmal H. Na gut, Kugelschreiber schreibt doch A. S. V. Aber A bleibt ja immer gleich. Kommt, lieber Zuschauer, wir nehmen mal Schweinchen Rosa. Da oben was falsch, oder? Schweinchen Rosa. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie es aussieht. Nehmen dieses hier, weißen dazu. Okay, liebe Zuschauer, man kann natürlich ach, dieses wird von drin angezeigt. Dann machen wir dieses mal kurz mit nach hier hin. Das machen wir jetzt nicht. Sieht dieses hier eindeutig auch wieder besser aus. Gut. Warum immer, wir gehen hin, machen Zuweisung. Geht nicht. Geht nicht. Ist denn nicht? Weil wir hier irgendwie auch alles hier noch so doppelt drin haben. Warum ich halt auch immer. Alles hier, alles doppelt und dreifach. Das auch mal weg.
mal auf. Diese Fläche. So, wir brauchen aber dieses Material. Dieses Material auch abgeschlossen. Hier ist das auch so irgendwie ganz komisch. Dieses müssen wir uns dann auch nochmal später angucken. Ich denke hier bei der Scheibe, welchen Fehler gemacht haben. Ja, bei der Scheibe haben wir einen Fehler gemacht, auch dieses werden wir korrigieren müssen. Dieses müssen wir eindeutig korrigieren. Oder auch nicht. Ach ne, müssen wir nicht, liebe Zuschauer. Ist ja auch völlig klar, wir haben hier, ist hier die Scheibe, wir haben hier gemacht, genau, aber wir müssen dort auf jeden Fall korrigieren. So, machen erstmal Datei speichern, das heißt die Umrandung muss hier den Tief andere Farbe gemacht werden. So, wie sagen wir denn jetzt? Und hier haben wir, sehe ich jetzt gerade. Was haben wir denn jetzt hier? Achso, liebe Zuschauer. Wir haben hier was entfernt, was man nicht entfernen sollte. Dann machen wir mal hier. Dann müssen wir jetzt nochmal kurz hier ein wenig so. So, liebe Zuschauer, so muss das. Also ich habe hier gerade ein Denkfehler gehabt. Jetzt ist es wieder richtig. Richtig. So, jetzt schreiben wir uns eben diese Zahlen auf. Wir haben hier auf jeden Fall H 0.897 0.419 0.906 und die 1000. Aber ich sehe auch, auch hier wieder, liebe Zuschauer, wie ihr seht, auch bei den Kleinigkeiten, die wir hier machen, ist es die Zeit wieder rum. Nur für diese Sachen allein schon wieder ja, über 2 Stunden. Also ihr seht selber, liebe Zuschauer, es ist eine langwierige Sache ein bisschen auch. Aber es macht Spaß und mir gefällt das hier soweit. Wenn es euch auch gefällt, wenn ihr sagt, jo, Kuttermund ist auch gar nicht so verkehrt, nicht immer nur einfarbig oder sonstiges, würde ich mich wie immer über einen Daumen von euch freuen. Und schaut auf jeden Fall auch, die verlinken auch alle drin, bei den anderen beiden Reihen. Die zeigen euch auch von Anfang an Tastenkombinationen, wie ihr was bauen müsst, wie ihr was machen müsst. Die haben mehr Ahnung und sind nicht ein Anfänger, so wie ich, oder ja, ich kann nur das Einfachste vom Einfachsten, aber die können es besser. Schaut auch da mal rein. Die würden sich jedenfalls auch mal freuen, dort reinzuschauen. Bis dahin, wir hören uns, wir sehen uns, wie immer. Ihr wisst Bescheid. Ich würde mich über euch freuen und einen schönen Abend.